ihr habt es bestimmt schon mitgekriegt, letzten Sonntag wurde von Bischof Gebhard Fürst das Jahr der Jugend ausgerufen. Jahr der Jugend klingt gut, doch worum geht's eigentlich genau? Bis zum 30. Mai 2019 dreht sich in der Diözese vieles um Kinder und Jugendliche, also um euch. Unter dem Motto Beteiligen, Wertschätzen, Fördern soll in den nächsten Monaten besonders auf euch und das, was ihr braucht, geachtet werden. Konkret richtet sich das Jahr der Jugend nämlich an die haupt- und ehrenamtlichen Erwachsenen in eurem Dekanat oder in eurer Gemeinde. Also Priester, Diakone, Diözesanräte, Dekanatsräte, Kirchengemeinderäte, Religionslehrerinnen und Religionslehrer und vermutlich noch ganz viele andere. Also so gut wie alle, die euch manchmal mehr oder weniger im Blick haben. Ziel ist es, dass man auf allen Ebenen der Diözese ein Gespür dafür kriegt, was ihr braucht, was euch umtreibt und was eure Anliegen sind. Ihr seid Gegenwart und Zukunft der Kirche, ohne euch geht's nicht. Es ist also ziemlich naheliegend, dass man schaut, was und wo es euch fehlt, wie man euch am besten unterstützen kann und welche tolle Arbeit ihr in Verbänden oder anderen Jugendorganisationen leistet. Für euch ist das Jahr der Jugend also eine Riesenchance, gesehen und gehört zu werden, die ihr euch tatsächlich nicht durch die Lappen gehen lassen solltet. Umso besser, wenn die Erwachsenen auf euch zugehen. Zeigt ihnen, dass ihr da seid, seid präsent. Ladet sie zu euren Veranstaltungen ein, zu euren Leitertreffen, zu eurem Sommerlager oder zur 72-Stunden-Aktion. Zeigt ihnen, welche Arbeit in den Gemeinden von euch geleistet wird. Nehmt Einladungen zu Gremien, wie zum Beispiel Kirchengemeinderatssitzungen, an. Äußert eure Erwartungen und Wünsche und zeigt, dass Verband oder Minis viel mehr ist als nur Gruppenstunde einmal in der Woche. Das ist eure Chance, die Rolle von euch und zukünftigen Generationen in der Kirche zu stärken. Mehr Infos zum Jahr der Jugend findet ihr unter www.bdkj.info. Wir packen euch den Link natürlich in die Box. Jetzt wünschen wir euch noch eine frohe Adventszeit. Bis bald. Tschüss.